Ja, ich bin's wieder. Hallihallo. Ich mache ein ganz einfaches Blumengesteck. Und dazu habe ich da einen schönen Korb ausgewählt. Dieser Korb hat schon ein Plastik drin. Ich mache aber noch ein zusätzliches Plastik rein. Und zwar dazu, dass im Notfall, wenn das erste Plastik nicht ganz dicht ist, welches es schon vom Hersteller des Korbes reingezogen wurde, dass sicherlich noch ein zweites Plastik drin ist, welches dann dicht ist. Und ich habe hier mit der Steckmasse den Korb aufgefüllt und das Wichtigste ist anschließend, dass man den Korb nochmals mit Wasser auffüllt, damit die Steckmasse schön nass bleibt und somit dann auch für die Blumen das Wasser abgeben kann. Nun mache ich es so, dass ich da den Plastik schön zurückschneide. So. Da habe ich mal die ersten Schritte gemacht. Und nun geht es darum, eigentlich das Gesteck vorzubereiten, damit ich dann anschließend die Blumen reinstecken kann. Seid ihr vielleicht schon gespannt, was so reinkommt in dieses Gesteck? Es soll ein, so, ich sag mal, Frühlingsgesteck werden, aber die, die mir ja oftmals zuschauen, wissen auch, dass ich gerne auch noch exotische Blüten rein verarbeite, dass dies auch so eine schöne Harmonie geben kann. Und somit, ja, lasst euch mal einfach überraschen. Hier jetzt im Frühling ist auch wunderschön der Sellerie. Er gibt zwar ein wenig eine, wie soll ich sagen, Sauerei, weiß gar nicht, ein wenig Dreck halt, die Blüten, die verlieren da dies, wie die Sämli oder so, also die, sie verlieren einfach so Blütenstaub. Die geben ganz wenig eine Sauerei. Wer mir helfen will und sagen will, wie man Sauerei auf Hochdeutsch sagen kann, der darf das sehr gerne machen. Bin ich immer offen für Kritik, für Anregungen. Einfach mal etwas in die Kommentare schreiben, dann weiß ich wieder etwas mehr, kann ich etwas Neues lernen. Ich hoffe, Bild und Ton sind okay. Ich habe ja bei den letzten zwei Tutorials, die ich gemacht habe, da noch so Veränderungen vorgenommen bei den Einstellungen, auch beim Programm, wo ich jeweils dann die Tutorials bearbeite. Ich hoffe nun, dass alles prima klappt. So, jetzt seht ihr eigentlich, habe ich mal das Ganze so schön vorbereitet, dass man eigentlich von der Steckmasse fast nichts mehr sieht. Ich hatte da noch so eine Jasminpflanze, die ich da noch auseinandernehmen musste, leider, weil sie verblüht ist. Die Jasmin finde ich auch eine wunderschöne Pflanze, aber das Problem ist halt einfach, sie verblüht relativ zügig. Und dadurch sind sie halt nicht so lange verkaufbar. Auch als Grünpflanze natürlich noch wunderschön. Aber ja, die Kunden wollen es lieber als Blütenpflanze eigentlich. So. Nachdem man da alles schön vorbereitet hat, geht es dann ans Stecken des Blumengestecks und da nehme ich mal sicherlich eine Nelke rein. Dann habe ich da eine etwas aufgeblühte Phalaenopsis-Pflanze noch gehabt. Die hält sich noch gut, diese Blüte, aber einfach für als Pflanze ist sie nicht mehr verkäuflich.
Dann nehme ich da noch Beeren rein. Dann habe ich Fräsien, die geben noch so einen wundersamen Duft in die Kreation. Dann komme ich mal mit den Brokkante Rose, das ist eine wunderschöne gelbrote Rose, die sich auch durch ihre gute Haltbarkeit eigentlich sehr auszeichnet. Dann habe ich hier noch eine schön geschlossene Anemone. Dann habe ich beim Hypericum vorhin habe ich mal einen Zweig abgeschnitten und den zweiten, wie soll ich sagen, Teil dieses Stiels kann ich da noch wieder rein verarbeiten. Dann habe ich da drei Rosen, schaue ich, dass sie nicht gleich in einer Linie sind, sondern dass sie da so ganz wenig abgedreht sind, damit es nicht so linear aussieht. Dann habe ich da eine wunderschöne Ranunkelblüte. Auch diese gehört in den Frühling, zu den Frühlingsblühen. Dann haben wir da noch die Calendula. Jetzt seht ihr da, ich eigentlich schon ein wunderschönes Blumengesteck. Fehlen da noch so einige Sachen, wo man da noch auffüllen sollte oder kann. Nehme ich mal da noch so. Damit dass wir dann wirklich eine saubere Sache haben, nehme ich da noch von der Kokosfaser rein und mache noch den Abschluss unten rum mit dieser Faser. Und dann kann man da noch zum Auffüllen ein wenig Sellerie nehmen. Das ist wirklich auch ein praktisches Grün. So, voilà. Dann haben wir dieses schlichte, schöne Gesteck. Brokkante, Rose, Ranunkeli, Orchideenblüten, Fräsien. Einfach so ein Mix aus Frühlingsblühen und einem Hauch Exotik. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, bleib dran, abonniere mich und dann schau wieder rein, wenn es wieder etwas Neues zu sehen gibt. Dann sage ich Tschüss und weg bin ich wieder.